Lockeres Warten an einem abwechslungsreichen Tag im Trainingslager in Südfrankreich. Besuch vom Rekordweltmeister Michael Schumacher und von Nico Rosberg, die anlässlich der Formel 1 in Monaco in Tourette vorbeikamen. Unter anderem auch eine kleinere Fahreinheit mit der neuen A-Klasse von Mercedes. Und ausgesucht wurden dafür Lukas Podolski, Tim Wiese, André Schürle und Marco Reus. Nach der Begrüßung ging es dann los. Poldi und Wiese zuerst bei Michael Schumacher, Reus und Schürle bei Nico Rosberg. Minuten später Ankunft auf dem Trainingsplatz und danach lockeres Fußballspielen und ganz viele Begrüßungen. Punkt 11 Uhr begann dann das reguläre Training und dort wurde richtig hart gearbeitet.